zu einer jenen, wie du vorher gesagt hast, denen, die jahrzehntelang, ich sag's wirklich, jahrzehntelang in Ausschüssen gearbeitet hat, mit Minderheiten und Mehrheiten. Und bei uns ist es übrigens Usus, dass alle Gemeinderatsmitglieder zu allen Ausschusssitzungen eingeladen werden. Das ist ein echter Gemeinderat. Ich habe dir auch nicht unterbrochen, Herr Kohlhofer. Dass sie alle daran teilnehmen, das wird dort durchdiskutiert. Die Ausschüsse kennen außer dem Prüfungsausschuss sowieso nur Empfehlungen an den Gemeinderat weiterleiten. Und so ist es bis jetzt geschehen. Und ich würde die zuständigen Gemeinderäte bitten, bei den von uns durchgesprochenen Ausschüssen und die Zahl der Ausschussmitglieder zu bleiben. Bitte die Stimmzettel aufzudrücken. Ich möchte eins auch erwähnen dazu, das ist nicht durchgesprochen im Gemeinderat, das ist ein einseitiger Vorschlag der SPÖ, der nicht besprochen wurde, weder sachliche Zusammensetzung, noch die Anzahl der Ausschüsse, noch die Personen der Ausschüsse, die Größe da. Also das ist weder in irgendeinem Gremium im Vorfeld diskutiert worden, das ist einfach, wo ihr sagt, so ist das, wir wollen das so, fräst oder stirbt. Und das finde ich nicht die richtige Vorgehensweise, gleich am Anfang einer hoffentlich gedeihlichen Zusammenarbeit. Und wir haben uns genauso der Rücksicht genommen auf beide Gemeinden und auf Fraktionen. Und für die Ausschussorten, wie sie zusammengesetzt sind, Bauausschuss und Raumorten, das sind Ausschüsse, was zusammengehört. Und Sportausschuss ist, wir bauen ein Sportzentrum in den nächsten Jahren, das ist ein Ausschuss. Und wir müssen dem Ausschuss auch eine Wertigkeit geben. Wenn ich nur einen, der hat verliert die Wertigkeit. Den 0815 Ausschüsse, wo du ein Jahr eine Sitzung hast und wo keiner kommt, und das kannst du vergessen. Wenn musst du die Ausschüsse eine Wertigkeit geben. Und wir haben gesagt, und das mit dieser Zusammensetzung hat eine Wertigkeit. Aus eurer Sicht? Ja, das ist ein Überhaupt. Ich habe es auch für Ihnen eine Wortmeldung gebeten. Und nicht einfach zwischen den Jahren. Jawohl, Herr Vorsitzender. Wir haben das auch immer so erfolgt. Bei uns gibt es keine Sitzung und auch eine Wortmeldung. Weitere Wortmeldungen? Herr Müller. Gut, es ist uns lediglich erst in der Erstlinie um den Prüfungsausschuss gegangen. Ich muss jetzt nochmal bestätigen, was der Abi Hofer gesagt hat. Also Transparenz, offen ist es überhaupt nicht, die Zusammensetzung muss jeder wissen, vor allem die Bevölkerung ist das sehr wichtig, es ist alles in Hand der SPÖ da. Jede Verantwortung ist bei euch. Weil es gibt keine Kontrolle, keine Mechanismen, es gibt gar nichts mehr. Das muss jeder wissen. Herr Bürgermeister, wir haben alles neun Ausschüsse, bis auf den Prüfungsausschuss, weil da steht der Stimmrecht, die Grünen zu, die schwächste Partei und die FPÖ. Durch den haben wir die zwei Parteien mehr und haben wir das auf ÖVP erhöht. Es ist rein, weil jetzt zwei Parteien mehr sind. Das war der Grund von, wie sind wir auf 11 gekommen sind. 11 ist zufällig, wie schon erwähnt, die einzige rechnerische Möglichkeit aller Varianten, die es gibt. Ob 3er Ausschuss, 5er Ausschuss, 7er, 8er, 9er, 12er, 13er, die einzige Variante, bei der die SPÖ die absolute Mehrheit im Prüfungsausschuss hat. Weil du verneinst, die Zusammensetzung, die Berechnung bei diesen Ausschüssen oder speziell beim Prüfungsausschuss ist so, dass allen vier Fraktionen ein Sitz in den Prüfungsausschuss zusteht. Das heißt, vier Sitze sind einmal geblockt. Und dann sind die weiteren Ausschusssitze nach dem Dehonschen System aufzuteilen. Das heißt, ich gehe nicht her, so 9er Ausschuss plus die 2, weil dann steht das auch zu. Ich gehe her, so 4 Sitze sind einmal per Gesetz jetzt notwendig, per Gemeindeordnung. Und wenn ich dann erweitere, ich kann ja einen 4er Prüfungsausschuss auch machen, weil mindestens 3 müssen sein laut Gemeindeordnung. Das heißt, wenn ich einen 4er Ausschuss hätte, würde es ausschauen, einer SPÖ, einer ÖVP, einer FPÖ und einer Grüne. Wenn wir daraus dann aus dem 4er Ausschuss zum Beispiel einen 5er Ausschuss machen würden, dann hätte zusätzlich die SPÖ noch einen Sitz. Dann wären 2 SPÖ, ein ÖVP, ein FPÖ, ein Grüner.
und diese Rechnung zufällig zwei dazu und dann kommen wir auf 11, das glaube ich euch schlicht nicht, weil es wie gesagt wirklich die einzige rechnerische Variante ist, wo die absolute Mehrheit zusammenkommt. Sagen wir das Gegenteil. Bei 13 ist 7, 4, 1, 1. Und alles, was höher ist, wird noch größer. Ja, und bei 13, bei 7, 4, 1, 1 hat die Opposition ja. Gut, da ist 6, 7 da. Aber 13 im Prüfungsausschuss ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Nein, die stellt einfach die Größe auch in Frage. Weil Teams üblicherweise in Personen von 6 bis 8 Personen gestellt werden. Also ja. Bei uns ist es so, ich bin speziell im Bauausschuss. Wir haben von jedem Ortsteil einen Vertreter im Gemeinderat und wir möchten auch schauen, dass diese Ortsteile vertreten werden, weil die Ausschüsse auch, und durch den Punkt sind wir auch in einen Ausschuss gegangen. Es hilft nichts, wenn alle von Ort sind, vom Berg haben das überhaupt niemand. Das muss ein bisschen aufgeteilt werden. Und das, wir haben aus Erfahrung gelernt, umso größer das der Ausschuss ist, umso interessanter war und umso konstruktiver war. Das ist nicht so, dass ein kleiner Ausschuss gut ist, immer gut ist. Man kommt schneller zur Einigung, das ist schon klar. Aber ob die Einigung optimal ist, ist eine andere Frage. Ich habe volles Verständnis für das Anliegen von Herrn Kohlbacher, aber die Bevölkerung hat eben anders entschieden. Bitte die Wahlzeit verlassen. So ist es. Ja, Entschuldigung. Ist noch eine Wortmeldung dazu abgegeben. Die Bevölkerung hat so entschieden. Die Bevölkerung, also von den Wahlberechtigten, sind es ein bisschen über, was haben wir, 30% gehabt von den Wahlberechtigten, von denen die 39% der wahlberechtigten Bevölkerung. Und die haben sicher nicht gewollt, dass keine Kontrolle möglich ist. So. Sie haben früher schon vor den einzelnen Wortmeldungen die Ausschüsse gehört, ich werde sie noch einmal wiederholen. Prüfungsausschuss, Hilfsmitglieder, Umwelt und Sozial 9, Schulausschuss 9, Bau, Raumordnung, Verkehr und Sport 9, Personal- und Verwaltungsausschuss 9. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Dankeschön. Und ich hätte gerne im Protokoll vermerkt, warum wir dagegen sind, weil aus unserer Sicht beim 11er Prüfungsausschuss eine objektive Reihen- oder überhaupt eine Kontrolle nicht mehr möglich ist. Ist Protokoll fertig?